Hört sich irgendwie nicht Ja, so an. der Odell hat Hört heute sich schon wirklich so lustige an. Sachen gemacht. Statement? Statement? Ja, mach doch mal Statement so. Nee, das werde ich nicht. Ford hat ihm übrigens eine 8 von 10 gegeben. Was? Ford hat ihm übrigens Wofür? eine 8 von 10 gegeben. Echt? Ja. Dem direkt in Wofür? eurem Dreiecks-Beziehungs-Chat geschrieben, oder? Genau. Was? Was? Was ist das Hallo, da vorne für eine Unterhaltung? Flurfunk. Was? Odell möchte eine Beziehung mit einem, Distanz. Eine? Wo jetzt? Nein, ich jetzt, ich hab überlegt, ob ich sag, ich sag's aber nicht. Achtung! Ja, langweilig. Das war wichtig, Odell, oder? So, wunderschönen guten Abend, liebe Mannschaft, liebe Offiziere. Stehen Sie gerne bequem. Und willkommen zu unserer heutigen Beförderungszeremonie am Vespucci PD. Nicht wie grundsätzlich gewohnt erst nächste Woche zum 1. des Monats, sondern auch schon heute am letzten dieses Monats. Genau, warum sehen Sie dann eh? Wir haben heute wieder ein paar Beförderungen, Belobigungen und tatsächlich auch eine Vereidigung durchzuführen, mit der wir auch grundsätzlich gleich starten möchten. Denn wir haben noch von letztem Male wie auch von heute eine Vereidigung offen und die entsprechenden Kadetten würde ich samt Klassenleiter einmal bitten, nach vorne zu treten. Wunderbar. Drill Sergeant Jasmin Lopez meldet Kadettenklasse 48-49 angetreten wie befohlen, Sir. Jawohl, stehen Sie bequem. Ja, dann auch nochmal an Sie beide, an Sie, den Herrn Stinsen, ein klein wenig nachträglich, aber auch an das ganz neue Gesicht ein herzliches Willkommen im Los Santos Police Department. Wir sind sehr froh, dass Sie den Weg über die schriftliche Bewerbung zu uns gefunden haben und möchten Sie am heutigen Tage dann offiziell auch verbeamten. Und diese offizielle Verbeamtung, die funktioniert in dem Sinne erst mit einer Vereidigung. Das heißt, nachdem Sie einen Eid gesprochen haben. Diesen Eid, den werde ich Ihnen gleich in kleinen Satzabschnitten vorlesen. Und Sie werden jeden dieser einzelnen Satzabschnitte dann gemeinsam wiederholen. Das heißt also, Sie beide wie auch Ihre Klassenleiterin zusammen. Der letzte Part des Eides, den werden Sie aber auch als solchen erkennen, ist einer religiöser Natur. Diesen müssen Sie ganz am Ende nicht mitsprechen, wenn Sie das nicht möchten. Der Rest davor ist verpflichtend. Und dann würde ich sagen, starten wir damit auch direkt los, indem ich starte und Sie entsprechend mir immer folgen. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Dass ich meine Kraft. Dass ich meine Kraft. Meine Kraft. Dem Wohle des Volks von San Andreas widme. Dem Wohle des Volkes von San Andreas widme. Seinen Nutzen mehre. Seine Nutzen mehre. Schaden von ihm wende. Schaden von ihm wende. Und die Gesetze des Staates wahre und verteidige. Und die Gesetze des Staates wahre und verteidige. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Wunderbar. Damit sind Sie ganz offiziell vereidigt und somit auch verbeamtet, also Beamte des Bundesstaates San Andreas und dieser Behörde des Los Santos Police Departments. Das bedeutet für Sie natürlich einerseits die damit einhergehenden rechtlichen Rechte wie auch Pflichten, sei es die Immunität vor der Strafverfolgung im Dienst, sei es entsprechend aber auch die Verpflichtung, Korruption jederzeit abzuweisen,
Nicht zuletzt aber auch nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor ihren Kollegen ist dieser Eid unabdingbar. Denn so wie jeder Kollege diesen Eid hinter ihnen geschworen hat, der auch beinhaltet, am Ende für Recht und Ordnung hier auch ihre Kollegen zu schützen in den vielschichtigen und auch gefährlichen Situationen, die auf sie treffen können, erwarten diese Kollegen natürlich auch dasselbe Entgegenkommen von ihnen und auch dieselbe Aufopferung von ihnen. Sie werden jetzt erstmal in den nächsten wenigen Wochen in der Ausbildung sein. Das heißt, sie haben natürlich das volle Officer-Handwerk noch nicht erlernt. Und natürlich stehen sie in dieser Zeit unter einem gewissen Welpenschutz, möchte man sagen. Dennoch sind sie vollständiger, verbeamteter Teil dieser Behörde. Und als solchen grüßen wir sie hiermit nochmal ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch und willkommen. Damit gerne zurückgetreten. Wunderbar. Nach unserer Vereidigung heute gehen wir über in die heute relativ rar gesäten Belobigungen. Und da möchte ich starten mit unserem mit unserer Leitstelle of the Week. Die Leitstelle of the Week, die sich heute bemisst vom 14. Juni bis zum 20. Juni, wurde gewonnen von Platz 1 Patrick Berger mit 270 Minuten, gefolgt Platz 2 Sarah Miller mit 260 Minuten, knapp dahinter, und auf Platz 3 der Herr Kevin Casey mit 160 Minuten Leitstelle. Da entsprechend einen herzlichen Dank an alle Kollegen, die in dieser letzten Woche die Leitstelle gewissenhaft übernommen haben, und an den Herrn Berger, der sich seine Belohnung bei HR abholen darf. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Es geht weiter. Wir haben nämlich am heutigen Tage natürlich auch wieder einen Officer of the Week. Und zwecks des Officer of the Week würde ich einmal nach vorne bitten wollen, den Herrn Abraham Clark. Hallo. Gehen Sie gerne bequem. Ja, Herr Clark, Sie sind jetzt noch gar nicht so lange in unserer Behörde, haben allerdings auch schon sehr früh Ihre Officer-Prüfung absolviert und auch bestanden, haben damit zuletzt auch in dieser kurzen Zeit eine sehr vorbildliche Ausbildungslaufbahn vorgelegt. Sie wirken nicht zuletzt aus Sicht der Teamleiter Operations Academy und HR auf Außenstehende wie ein sehr kluges, vorbildliches und tatsächlich auch immer für einen guten Scherz aufgelegtes Köpfchen, sind sehr aufmerksam im Streifendienst und auch in der Gefahrenfrüherkennung, und auch ihre Aktivität ist sehr positiv hervorzuheben. Nicht zuletzt aber auch der Umgang mit Kollegen, wie auch Zivilisten, und auch die gute Integration ins Team hier im PD hat sie in dieser Woche hervorgehoben, ebenso wie ihr Praktikum, das sie aktuell sehr positiv in Operations verbringen. Und aus diesen diversen Gründen möchten wir sie in dieser Woche zum Officer of the Week küren. Und diesbezüglich möchte ich Ihnen einmal Ihre Ribbon anstecken. Bitteschön. Und damit beglückwünschen wir Sie ganz herzlich zum Officer of the Week und wünschen Ihnen alles Gute hier weiterhin. Machen Sie weiter so. Und damit weggetreten. Bitteschön. Jawohl. Wir kommen zu einer nächsten besonderen Ribbon, die sich jetzt wie eine Wiederholung anhört. Nämlich zu letzter Woche. Ich würde einmal bitten, den Herrn John Roby nach vorne zu treten. Die 69 Officer John Roby meldet sich wie befohlen, Sir. Jawohl, stehen Sie bequem.
Ja, Herr Roby, letzte Woche wurden Sie gelobigt aufgrund eines, eines Einsatzes Ihrerseits, eine ertrinkende Person aus dem Pool zu retten. Und vier Aussage aufgenommen beim Wiederholen. Das wurde aus der Zivilbevölkerung bzw. von der betroffenen Person positiv bei uns gelobt. Ziemlich dicht dahinter sogar, welches wir allerdings letzte Woche noch nicht in Gänze dann bearbeitet hatten, wurden Sie ein weiteres Mal aus der Zivilbevölkerung belobigt. Nicht so spektakulär, möchte man sagen, wie bei Ihrer ersten Belobigung letzte Woche. Dennoch ein Lob aus der Zivilbevölkerung für Ihren freundlichen und positiven Umgang im Zuge Ihres Auftretens im Foyer und im Umgang mit dem Zivilisten. Wurden Sie gelobt. Wir haben Sie auch gut für 2 Minuten nicht erreichbar. Mit Ihrer Commendation Ribbon der Stufe 2 ausstatten. Durch 2 bereits erlangte Belobigungen im Dienst. Und diese Commendation Ribbon 2 möchte ich Ihnen gerne einmal anstecken. Bitteschön. Danke. Und damit auch an Sie nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Machen Sie weiter so, kann ich nur wiederholen. Und alles Gute weiterhin. Wunderbar. Eine Belobigung haben wir noch. Und für diese würde ich einmal nach vorne bitten, den Herrn Mike Pierce. Jawohl, stehen Sie gerne bequem. Ja, Herr Pierce, Sie erreichen in dieser Woche Ihre Patrol Service Ribbon 5. Das sind 450 aktive Diensttage im Los Santos Police Department, die Sie jetzt hier verbracht haben. Sind im Grunde genommen sehr, sehr alteingedient, nicht nur generell im PD, sondern auch im Bereich Operations. Und sind dort im Bereich Field Operations, Los Santos County als Sergeant und auch als aktiver Sergeant mit auch einer guten Menge an CO-Stunden jeden Monat vertreten und tragen nicht zuletzt deswegen durch ihre Erfahrung, aber auch ihre Aktivität im Streifendienst zu einem sehr gut geführten Streifendienst bei. Sind auch in anderen Bereichen, sei es zum Beispiel in den spezialisierten Einheiten wie unserem taktischen Team mit vertreten und haben daher einen großen operativen Einfluss hier, den wir sehr positiv bewerten und deswegen freuen wir uns auch, Ihnen heute Ihre Patrol Service Ribbon 5 einmal anstecken zu dürfen. Bitteschön. So, und damit auch an Sie einen herzlichen Glückwunsch. Machen Sie weiter so. Ich hoffe, wir können noch lange von Ihnen profitieren. Und damit weggetreten. Wunderbar. Ja, das waren tatsächlich schon unsere Belobigungen für heute. Geht heute relativ fix, merken Sie gerade. Auch auf Seite der Beförderungen haben wir heute nicht viel mit Ihnen zu teilen in dieser Woche. Dennoch auch nicht nichts. Wir haben uns heute auch eingefunden an einem schönen Örtchen, in schöner Atmosphäre, würde ich sagen. Und für die Beförderung würde ich nach vorne bitten wollen, den Herrn Robin Reed. Jawohl, stehen Sie bequem. Ja, Herr Reed, Sie sind ein Urgestein der Academy, möchte man sagen. Haben da auch schon einige, wirklich einige Wechsel auch der Führung mitgemacht, beobachtet. Waren auch seit den jüngsten Tagen schon bei dem Herrn Kurt O'Neill mit involviert und auch mit dabei, als wir Gespräche geführt haben über die Academy, über den Fortbestand der Academy, über die Art und Weise, wie man die Academy noch weiter verbessern kann. Und seit jeher waren Sie da ein aktiver Part, auch immer bei der Mitgestaltung der Academy. Nicht zuletzt jetzt schon sehr, sehr lange als aktiver Instructor in Form des Lieutenants. Sie haben im Grunde
Runde schon unter dem Herrn O'Neill dazu beigetragen. Auch unter dem Herrn Blechle kurzzeitig haben sie mit dazu beigetragen. Sie haben unter dem Herrn Anderson lange Zeit beigetragen. Und nicht zuletzt jetzt auch unter dem Herrn Weiersmann noch eine lange Zeit immer unterstützt. Und diese Unterstützung, die weiß nicht zuletzt der Herr Weiersmann sehr zu schätzen. Und möchte entsprechend auch einen Stellvertreter für sich küren. Und diese Stellvertreterrolle kann er keinem anderen besser zuweisen als Ihnen, Herr Reed. Weswegen Sie mit dem heutigen Tage entsprechend zum Captain der Academy befördert werden sollen, um diese Vertreterrolle in Spe anzunehmen. Dazu würde ich Sie einmal bitten, mir Ihr altes Rangabzeichen zu übergeben. Und dann erhalten Sie hier Ihr neues mit einem Balken mehr, welches bei Anlegen Sie auch ganz offiziell zeremoniell befördert zum Captain der Academy und dieser Behörde. Herzlichen Glückwunsch dazu. Alles Gute und wir freuen uns schon, was Sie draus machen. Herzlichen Glückwunsch. Bitteschön. Okay. Ja, damit hätte ich jetzt gesagt, sind wir durch für heute Abend. Sind wir allerdings nicht. Ich würde nach vorne bitten, den Herrn Commander Weiersmann. Jawohl, stehen Sie gerne bequem. Ja, Herr Weiersmann, Leitstelle von Barbara kommen. In den vergangenen Wochen, seit nicht zuletzt dem auf der einen Seite überraschenden, auf der anderen Seite auch nicht überraschenden Mission Abend 24/7, 431, circa 10 Personen aktuell, keine Möglichkeit für Weimut alleine dort was zu machen kommen. Man kann eigentlich fast sagen, vier, dass alle ist auch noch auf dem Weg und Leitstelle wird auch noch anzahlen kommen. In der Zusammenarbeit mit dem Personen dort Commander Anderson gesehen haben, in ihrer Form und Person gänzlich keine zurückbleiben Rolle mehr und die Situation beobachten kommen. Sei es die Kommunikation innerhalb der Leitung, sei es die Kommunikation von Leitungsinhalten auf aktuell die Offiziers- oder Mannschaftsebene. Fährt FAB gleich an, bitte um Unterstützung zum Einten. Zum anderen fallen jetzt alle Einheiten kurz zur Tankstelle, sie auch ebenso zur Klärung, zur Sachlage vor Ort. Bemängelt, im Anschluss hole ich die 104 ab, die anderen beiden Streifen dann zum Hutladen mit Quittierung vom CO. Im Mai, Anfang Mai, hat das Ganze sehr zügig und sehr professionell und auch sehr also so übernommen, dass man keinerlei Einbruch oder Verlust in irgendeiner Qualität merken konnte. Ja, ebenso Code 9. Haben sich jetzt in diesen fast zwei Monaten bewiesen, dass sie eben nicht nur das Zeug haben, die Academy in Anführungszeichen interimstechnisch vertretend als Commander zu übernehmen, sondern dass sie den vollständigen Schritt, den endgültigen Schritt als Leitungsmitglied und als Dezernatsleiter aufnehmen können, den Schritt, den der Herr Anderson leider nicht geschafft hatte, nämlich Deputy Chief zu werden und damit dann auch vollumfänglich das PD in dieser Stelle der Academy endgültig vertreten zu können. Und darum freut es mich auch ganz sehr, dass ich auch Sie bitten darf, mir einmal Ihren Stern zu überreichen. Und dann kriegen Sie von mir entsprechend 2 Sterne zurück, mit dessen Anliegen die dann auch ganz offiziell als Deputy Chief des Los Santos Police Departments befördert sind. Herzlichen Glückwunsch dazu und wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit in Zukunft. Vielen Dank. Bitteschön. So,
So. Ja, wunderbar. Damit sind wir tatsächlich am Ende der... Information vom CO, ja, 34 soweit, Code 4, alle Einheiten einmal, Code 3, Huthändler, Unterstützung vom FIB, CO holt die Unterstützung 4 ab, mit für Tier und Einheiten. Natürlich jetzt zeitnah wieder erscheinen wird. Entsprechend lohnt sich ein Blick natürlich wie immer rein. Wieder einige Themen, die für Sie von Interesse sind. Ich übernehme zuerst die Einsatzleitung vor Ort in Absprache mit FIB natürlich, bis hier eintritt. Wir einmal übergehen zu unserem letzten Tagesordnungspunkt, dem hier am Vespo GPD etwas nackenaufreibenden Blick zur Fahne unserer Nation links über Ihnen mit Satellit entsprechend. Hörend die Nationalhymne unserer großartigen Nation, der Vereinigten Staaten von Amerika. Let's go, Gideon. Wunderbar. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Kommen, für die Teilnahme heute. Wünsche Ihnen einen angenehmen Restsonntag, einen angenehmen Restdienst. Bleiben Sie sicher und damit weggetreten. Achso, die Kadettenklasse bleibt bitte noch nicht genannt. Herr Ebbinson? Ja, bitte. Sie kommen mit vor. Den Sturm kann ich wieder mitnehmen, Frau Lopez? Ja, Herrn Sturm können Sie mitnehmen. Jawohl. Also Stinson, genau, Stinson, ja. Nur Ebbinson. Und Sie können aufhören zu klatschen, Herr Evanson. Alles okay. Hab ich schon. Nee, Sie machen es immer noch. Strecken Sie vielleicht mal Ihre Hand nach oben. Oder jetzt so. Immer noch? Okay. Nee, jetzt passt. Also ich immer bleiben, Lukas? Ja, kannst du. Ja, klar, bist Stellvertreter, alles gut. Können wir eine Reihe bilden? Eins. Vier. Ich muss gerade hin, Herr Wissen. So, Theo ebenso, Code 9. Aktuelle Info, die ich von Casey habe vor Ort. Soweit Code 4, die Suche nach 1053, werde ich auf Hochtour. So, dann auch nochmal als persönlicher nochmal ein herzliches Willkommen. An unser neues Gesicht hier im Los Santos Police Department. Auch wenn sie jetzt natürlich die heutige Klasse, wenn man das so nennen möchte, alleine bilden, tut das natürlich kein Abbruch dessen, dass wir uns auch Ihnen als Einzelpersonen einmal vorstellen möchten als Polizeileitung. Ja, damit haben wir Ihnen im Grunde einmal in Gänze unsere Behörde vorgestellt mit den dazugehörigen Leitungspositionen. Wenn Sie natürlich jetzt noch Fragen hätten, dürfen Sie die natürlich sehr, sehr gerne stellen. Das ist zwar meistens nicht der Fall, aber trotzdem frage ich da natürlich sehr gerne. Und falls nicht, dann übergeben wir Sie sehr gerne wieder in die Hände Ihrer Klassenleiter. Und wünschen Ihnen dann noch eine angenehme Resteinweisung. Keine Fragen, Sir. Super. Dann, noch einen angenehmen Abend. Ach ja, eine Anmerkung noch. Lassen Sie sich nicht von dem Input erschlagen. Das ist viel. Ne? Gerade die ersten Tage wirkt das sehr, sehr viel, was jetzt auf Sie einprasselt. Das müssen Sie nicht alles auswendig können,
in den nächsten Tagen. Das wird sich über die nächsten 3 Wochen festigen. Ja? Das wird alles ganz gut werden. Kein Problem, Sir. Super. Ja, dann einen schönen Abend noch. Danke, Sir. Gut, dann gehen wir mit unserem Fahrzeug.